Hallo liebe Kinder zu Hause. Hallo. Hallo Ferdi. Hallo. Schön, dass du da bist. Klar. Bist du bereit? Ja. Machen wir heute? Wir spielen heute mit Löffeln, eine kleine Staffel. Ihr habt vielleicht schon unsere Stiftestaffel mitgemacht. Die haben wir schon mal mit euch ausprobiert. Heute geht es noch nicht gemacht. Du lass uns erst mal auf YouTube mal schauen, Ferdi. Probierst es mal aus. Wir machen das Ganze heute mit Löffeln. Ihr seht schon unseren Aufbau. Wir haben eine kleine Start-Klo-Rolle hergenommen. Haben oben vier Rollen in der Reihe aufgestellt. Das sind ungefähr hier drei große Erwachsene-Schritte. Und einmal der Länge nach ungefähr bei jedem Schritt nochmal eine. Und in diese Klo-Rollen stecken wir die Löffel herein. Und deine Aufgabe, lieber Ferdinand, ist jetzt gleich, die einzusammeln. Und zwar das Ganze so schnell du kannst. Ein Wettrennen? Einfach so? Nee, nicht einfach so natürlich. Sondern geh mal zum Start runter. Wir probieren es mal aus. Mit Ball, genau. Yes. Deine Aufgabe ist jetzt einfach, mit dem Ball nach oben zu laufen. Du kannst mal probieren. Wir haben das schon mal geübt, so ein bisschen den Ball so anzuschieben. Ja. Dann haben wir den Schiebekontakt, den nach vorne zu schieben. Neben die erste Klorolle auf der rechten oder linken Seite. Ist ja nicht ganz egal, wo du anfängst. Anzuhalten mit der Sohle. Ja. Den Löffel rausnehmen. Umdrehen, wieder zurück und den Löffel in die Start-Klo-Rolle quasi reinzustecken. Okay. Das machst du hin und her, bis die Löffel weg sind und dann sagen wir Stopp und schauen nachher in unserem Wettkampf, nachdem wir probiert haben, ob du oder die Kinder zu Hause schneller waren. Okay, also erst ausprobieren, zwei Runden. Erstmal zwei Runden aus, dann ist natürlich schwierig. Genau, alles machen gut. Also und schieben, anhalten, Löffel raus, umdrehen, anhalten, Löffel rein. Und das gleiche nochmal. Perfekt, Ferdinand. Hier hinlegen. Ja, wo du möchtest. Einfach so, dass er in der Nähe bleibt, der Ball. Er sollte nicht wegrollen. Ja, und genau. Hopp. Zack. Mach ich so in Ordnung? So machst du es sehr, sehr gut, Ferdi. Das ist ganz prima. Super. Bin gespannt. Ja, machst dann die Runde fertig. Jawohl. Und einmal zum Start zurück. Jawohl. Dann wäre unsere Runde schon beendet. Ah ja. Okay, also für den Start fangen wir wieder ganz einfach an. Nach oben dribbeln, rausnehmen und wieder zurück zum Start. Okay. Okay. Kann ich auch beide Füße hernehmen, wenn ich möchte? Du darfst beide natürlich hernehmen. Also es gibt jetzt keine Vorgabe. Also ich darf mit beiden kannst, mal... Genau, du kannst mal mit beiden anhalten, du kannst auch mal mit beiden den Ball führen. In der Regel ist es leichter, mit seinem starken Fuß den Ball zu führen. Aber natürlich tut es auch mal ganz gut, den schwachen Fuß zu probieren. Aber soll ich dann so laufen? Links, rechts oder lieber immer mit einem, mich für einen entscheiden? Also ich glaube, links, rechts kann man auch machen, aber da bist du halt nicht so schnell. Und da es jetzt auf Geschwindigkeit geht, ist es wahrscheinlich leichter, wenn du den Ball wieder mit deinem Schnürsenkel vor dir hertreibst. Okay? Gut, alle bereit zu Hause? Achso, ist schon Wettkampf? Nee. Achso. Wenn ich los sage. Also. Fertig ist heiß. Aber spielen wir jetzt schon Wettkampf? Auf die Plätze. Ja, okay. Fertig und hopp. Und der Ferdi flitzt los, hält seinen Ball an, dribbelt wieder zurück. Sehr gut. Oh, der Ferdi ist schnell heute Morgen. Ui. Sehr gut. Anhalten. Perfekt. Heute Morgen, ja, Mittag. Ist schon fast Mittag. 4 Uhr nachmittags. Aber ich bin auch gerade erst aufgestanden. Das stimmt auch mein Mittagsschlaf. Ja, jetzt bin ich aber müde. Sehr gut. Mit der Löffel schon. Ja. Gas geben zu Hause. Anhalten. Ja. Perfekt. Und wieder. Ja. Stopp. Jawohl. Gut. Das war schnell. Ohne Fehler. Also ich denke. Meinst du? Ich glaube, dass die Kinder zu Hause besser waren. Meinst du wirklich? Ich glaube schon. Ja, aber das war auf jeden Fall eine flotte Runde. In der ersten Rolle war ich flix und dann bin ich aber auch recht schnell langsamer geworden. Bist du schon müde dann in dem Fall? Ich wurde. So, das ist nicht unanstrengend, ne? Ja. Gut, das war jetzt aber so aufwärmend. Ja, na komm, wir haben jetzt gewonnen, die Kinder da. Ja, wahrscheinlich. Die nächste Aufgabe wird sein, du dribbelst mit dem Ball. Achso, können wir nicht noch einen Wettkampf machen? Ah, nochmal einen Wettkampf? Ja, komm, wir machen noch. Gleich nochmal? Ja, dann machen wir gerne nochmal. Auf die Plätze. Also dann der Ferdi will unbedingt nochmal probieren. Genau. Auf die Plätze. Fertig. Und hopp. Super. Los. Ja, saß los. Hält den Ball mit der Sohle an. Ja. Und schnell wieder zurück. Und rein. Ja. Die Startrolle. Und oh Gott. So. Ja. Wow, der Ferdi macht große Schritte, besonders schnell. Wieder angehalten, rausgenommen. Ah, kleiner Mann, große Schritte. Kleiner Mann, große Schritte. Oh Gott, jetzt ist er weg. Geschuselt. Und zack. Oh, das ist passiert. Und noch ein Foul am Ende. Foul am Ende, okay. Aber war wieder gut. Diesmal habe ich wieder nicht gewonnen, wahrscheinlich. Gut. Ja, ich kriege es zu Hause, könnt ihr es nochmal ausprobieren. Na gut. Genau. Wir sehen schon, der Ferdi steckt die Löffel gleich wieder oben in die Rollen herein, die brauchen wir jetzt gleich wieder. Man muss, die sind natürlich desinfiziert. Die sind natürlich desinfiziert und direkt aus der Spülmaschine. Deswegen, das ist kein Problem. Wir flitzen gleich los, Ferdi. Die nächste Runde wird sein,
Du läufst nach vorne, hältst den Ball an einer Klorolle an. Jawohl. Und zwar nicht in der Lücke, so wie gerade eben, sondern immer vor der Klorolle. Hopp, 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 hopp. Hältst den an und bevor du jetzt den ersten Löffel rausnehmen darfst, läufst du einmal die Reihe nach vorne über die Klorollen drüber. Okay. Und die Klorollen wieder zurück. Also das heißt, du nimmst deine Knie nach oben, dass du sie nicht umdrehst. Kannst die Arme auch so ein kleines bisschen mitnehmen und versuchst mal einfach über die Klorollen hin und wieder her zu laufen bis zum Start. Jetzt darfst du deinen Löffel rausnehmen und zum Start zurück mit deinem Ball gehen. Ah ja. Wenn du jetzt natürlich hier oben ankommst, nach der zweiten Runde, hältst du deinen Ball vor der nächsten Klorolle an. Mhm. Aufgabe ist immer, man muss einmal über alle Klorollen gelaufen sein. Einmal, okay. Einmal. Das heißt, du kannst jetzt, also mindestens aber, du kannst entweder hier anfangen, die Reihe hoch und zurücklaufen bis zu deinem Ball, oder kannst den Ball anhalten und zuerst loslaufen und dann wieder zurück. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich kann aber jetzt auch hier loslaufen, in der ersten Lücke, oder? Genau, du kannst jetzt in der ersten Lücke loslaufen. Hier los, aber jetzt beim Rückblick muss ich aber bis ganz drüber. Und dann kann ich über die auch nochmal drüber laufen und wieder zum Start. Ja, verstanden. Verstanden. Sehr gut. Jawohl. Jetzt zeige ich es nochmal, wir üben es eine kleine Runde, dann gibt's wieder, machen wir wieder zwei Runden. Ja, machen wir eine schöne, gemütliche Balu-Runde. Eine Balu-Runde? Eine Balu-Runde. Bauch. Probier's mit Gemütlichkeit. Alles klar. Also wir üben. Loslaufen, vor der Klorolle anhalten. Ja. Über die Klorollen drüber und mindestens. Ach, Moment mal, ich war ja völlig falsch. Weil ich gleich bei der zweiten angehalten habe. Das kannst du ja machen, wie du willst. Am Ende musst du einfach alle Löffel eingesammelt haben. Ach, wo du einfängst, ist wurscht. Kannst du mal probieren. Vielleicht probierst du einfach nochmal, sonst ist es verwirrend. Ich fange mal bei der. Ja, fangen wir vielleicht ganz aus. Okay, also Balloon-mäßig. Balloon-mäßig zu üben. Sehr gut. Und Gemütlichkeit. Hopp, 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 drüber. Umdrehen. Sehr gut. Hopp, 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 hopp. Ja. Raus und zum Start wieder zurück. Sehr gut. Und rein. Okay, jetzt suchst du dir die nächste Klorolle aus. Oh, da nehme ich doch mal. Da nehme ich doch mal die. Nimmst du gleich mal die? Da mache ich doch gleich mal die. Einmal. Hopp, jetzt fehlt noch die ganz am Start. Die Klorolle, da müssen wir auch nochmal hin. Natürlich. Sehr gut. Hopp. Und jetzt Löffel raus. Ich will immer Stift sagen. Wenn Stift ist es ein Löffel. Ein Löffel. Ich okay, jetzt nehme ich mal das da ganz aus. Ganz verrücktes Huhn aus. Ich glaube, mal so. Einmal drüber. Umgedreht. Federleicht, Ferdi. Federleicht. Was denn? Ich bin gedanklich schon wieder auf dem Rückweg gewesen. Ja. Und letzte Klorolle. Einmal noch geübt und angehalten. Perfekt. Und. Oh, oh, moin. Oh, das ist echt ein Fehler. Das ist so schön. Das ist auch ein Zehenspitzen. Löffel. Ja. Mit dem Kunststück noch. Und. Tschack. Sehr gut. Mist. Du hast es verstanden, Ferdi, und auch sehr gut vorgemacht, weil du sehr schön auf deinen Zehenspitzen läufst und nicht so trampelst wie der Baloo, sondern wie eine. Wer hilft gleich? Eine Gazelle. Eine Gazelle. Gibt es die im Urwald? Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht. Naja, aber ihr wisst, was wir meinen. Also schön leicht auf den Zehenspitzen laufen. Da freuen sich eure Füße und die Schreibe Nachbarn. Schreibst du wieder Dijon? Wie Dijon? Ja, wahrscheinlich. Noch Dijon. Naja, gut. Dann. So. Wir haben geübt. Ich würde sagen, Ferdinand, der Wettkampf kann starten. Alle bereit zu Hause? Ferdi ist auch bereit. Ah, kurz noch gedehnt, damit du dich nicht schwer verletzt. Was war das für ein Dehn hier? Ach, das ist der, kennst du nicht? Nee, kenn ich. Sonntag im Park, die... Achso, Sonntag im Park. Ich dachte, morgens darf man aufstehen, so wie eine Kaffee. Die 70? Ja, aber die machen Sport immerhin, ne? Ja. Ganz gut. So, wir sind bereit. Auf die Matte. So. Fertig. Und los, hinführen, anhalten, über die Klorollen weg, einmal wieder zurück, sehr gut, Löffel raus und zum Start. Schaut, dass der Ball genau vor der Klorolle angehalten wird, damit ihr Platz zum Rüberlaufen habt und der nicht im Weg liegt und ihr für den Rücken auch sofort wieder zur Verfügung habt. Mach ich! Sehr gut, Freddy, prima. Diesmal ändere ich die Reihenfolge, dann wird es nämlich ganz schön verwirrend. Ja, für dich oder für die anderen? Ich glaube für mich. Sehr gut. Achso, habe ich alle geschafft. Sehr gut, genau. Jawohl. Hast du auch eine extra Fleißrunde sehen, aber die kostet für die Zeit. Wieder angehalten. Das kann ich natürlich von hier schnell. Oh, na erst. Ja, erst einmal, zack, hin. Dann rücke ich auch gleich wieder. Also so eher nicht, ja? Das war eine Trampel. Aha. Und? Oh, doch schon wieder. Stark. Gut. Puh. Ganz kleine Fehler, aber die kann mal passieren. Ist nicht so schlimm. Sehr gut. Super. Ich glaube, die Kinder waren viel schneller zu Hause. Ich glaube es fast auch. Glaube schon. Ich glaube es fast auch, fertig.
Aber du gibst dir ja Mühe und das alleine zählt, Ferdi. Wenn du fleißig übst, dann schlägst du unsere Kinder zu Hause auch mal irgendwann. Ja. Und hoffentlich bald wieder auf dem Platz in echt draußen. Ach, das würde ich mir ganz doll wünschen. Ja, wir uns auch alle. Ja. Aber das schaffen wir auch bald wieder. Da bin ich mir sicher. Bestimmt. So, so haben wir noch eine Aufgabe? Wir haben noch eine Aufgabe. Ja. Wenn du noch Kraft hast, würden wir noch etwas ausprobieren. Achtung. Wir laufen wieder los, schieben den Ball wieder vor uns an, laufen neben die erste Klorolle, halten den Ball mit der Sohle an. Und jetzt könnt ihr entweder, wenn ihr wollt, den Ball mit der Sohle durch die Beine rollen lassen, euch umdrehen und mit dem Löffel zurücklaufen. Oder ja, ihr macht das Ganze mit der Innenseite, das heißt eure Zehenspitzen und Knie zeigen so ein bisschen zusammen. Und wir ziehen den Ball mit dem großen Zeh an unserem Fuß vorbei, schieben wieder und sausen zum Start zurück. Ah ja, aber ich drehe mich immer in dieselbe Richtung. Du drehst dich, wenn du ein Rechtsfuß bist und die Übung mit dem rechten Fuß machst, am besten nach links um. Ja. Weil dann kannst du sofort deinen Ball wieder folgen mit den Augen und siehst immer, wo der Ball ist. Dann geht er dir nicht aus. Okay. Genau, ihr könnt es probieren zu Hause mit der Sohle, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr es schon ein paar Mal mit der Sohle dann gemacht habt, könnt ihr nochmal einen Start zurückspulen oder so. Und dann mal versuchen, auch die Innenseite zu nehmen. Weil das wäre am Ende unsere Schussfinte, die wir irgendwann mal üben. Aha. Aber ihr probiert es mal aus, wie ihr es schafft. Ah, ja. Sohle oder... Ich probiere einfach mal alles. Probier es mal kreuz und quer aus. Genau. Okay. Also, der Pferde übt eine Runde. Marschiert los. Super. Zack. Angehalten. Auf, angehalten. Raus und durch die Beine. Links rumdrehen. Okay. Genau. Hopp. Wenn ihr euch mal rechts rumdreht, ist natürlich kein Problem. Jetzt. Aber ihr merkt schon, es wird ein bisschen leichter und besser. Okay, mit der Innenseite auch nach links umdrehen. Genau. Und die Innenseite davor. Genau. Hopp. Super. Ah, nicht so schwierig. Okay. Genau. Ich probiere nochmal die Sohle. Nochmal die Sohle. Hopp. Raus mit der Sohle. Ja. Gut. Sehr gut. Und der letzte. Nochmal die Innenseite. Perfekt. Und. Das wäre noch weg. Okay, geht, oder? Ja, ja, geht. Natürlich. Na super. Dann bereiten wir das mal wieder vor. Für unseren letzten Wettkampf zu Hause. Chip und Chip. Gut. Bereit? Ja, natürlich. Sehr gut. Sind die Kids auch zu Hause bereit? Ich bin mir sicher. Los, Motoren an. Boah, du machst ein gutes Motorengeräusch. Was ist das denn? Achso, eher Motorrad? Das ist oder? Eher eine Harley. Eine Harley? Okay. Ja, ein Dreirad Harley. Dreirad? Ja, die sind so. Gut? Ja. Right? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Und ab die Posten. Ja. Angehalten. Stift raus. Löffel raus. Stift. Ja. Angehalten. Und hopp. Innenseite. Oh, erste Innenseite. Dann mit dem Löffel raus. Ja. Gut. Wollen wir auch mal probieren. Nur den Löffel nicht vergessen. Jetzt müsst ihr eine extra Runde laufen. Ja. So, ne? Natürlich. Super. Und, hey, das ist das Schwierigste, danach den Ball noch nicht dagegen zu bolzen. Ja. Und. Ja. Super. Und. Stopp. Oh, das war schnell. Ja. Sehr gut. Sehr Pow. Gut. Pow. Das ist dein Jubel. Ja. Oder das, machen jetzt, das machen jetzt die Kids. Machen das die Kids von nein, heute? Nein, die machen sie schon nicht mehr, habe ich mir sagen. Nicht mehr. Was ist der neue Jubel? Da habe ich mir noch nicht so richtig reingehört. Wir dürfen ja nicht am Fußballplatz, das geht da ist man noch nicht. Ich bin gespannt, was der neue Jubel nach der Pause dann ist. Keine Ahnung. Ja, das wäre gut so. Ja, genau. Sehr gut, prima. Ferdi, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich werde jetzt noch ein bisschen üben, glaube ich. Ja, das könnt ihr zu Hause natürlich auch machen, ne? Wenn ihr jetzt am Anfang noch nicht den Ferdi in jeder Runde geschlagen habt. Einfach zurückspulen und nochmal neu laufen lassen. Dann könnt ihr es gerne nochmal ausprobieren. In einer Runde wird dann Ferdi auf jeden Fall schlagen. Ich denke, nein. So machen wir es. Vielleicht hat auch einer Mitleid und macht es mal ein bisschen langsamer. Ja, ihr könnt auf halbe Geschwindigkeit laufen lassen, aber selber schnell laufen. Ja. Oder ihr könnt, was auch ziemlich witzig ist, wenn ihr es richtig geübt habt, einfach mal eure Mamas oder Papas zu Werke nehmen, zu rannehmen und sagen, so, wir spielen das jetzt gegeneinander. Sehr gute Idee. Auf Zeit zum Beispiel. Das ist super. Ja? Stoppuhr, rausrücken, Mama läuft hin und her oder Papa oder der kleine Bruder oder der große Schwester. Genau. Und dann kommt ihr dran. Dann könnt ihr, oder ihr macht das. Familienchallenge. Oder gegen die Freunde. Filmt das, schickt es eurem Kumpel und der macht es und dann schaut ihr, wer von euch schneller macht. Oder die ganze Mannschaft zu Hause. Viele Möglichkeiten. Ja. Wir sind vier, wir haben noch keine Mannschaft. Aber gut. Ja, aber so eine Zwerger-Kickergruppe oder das geht. Wie auch immer. Viel Spaß beim Üben. Ganz viel Spaß euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank. Ciao, mach's gut, Jerry.